Was Selbstvertrauen zu schaffen vermag, ist ab 10. März in der Herderhalle Pirna zu sehen. Einen Moment nur mit dir. Bühne frei für Flashdance. In dem Musical von 2008 geht es um Freundschaft, Konkurrenz und den Glauben an sich selbst. Im Mittelpunkt Stahlarbeiterin Alex Owens, Sturkopf, träumt von einer Karriere als Tänzerin. Nelly Gestring und Gesine Flick teilen sich die Hauptrolle. Das Lampenfieber haben sie für sich alleine. Also ich bin tierisch aufgeregt, ehrlich zu sein, aber ich freue mich total, dass es jetzt endlich wirklich auf die Bühne mit Publikum geht. Und ja, jeden Tag, wenn ich auch stehe und so denke, okay, jetzt noch einen Tag weniger, wann es losgeht, ist ganz schön aufregend. Spaßig findet die andere Alex zum Beispiel Szene 2.5. Da macht Alex mit Nick Schluss. Und ja, es ist halt eine sehr wütende Szene, wo sie so alles rauslassen kann und das macht schon Spaß. Ein wenig Überwindung kostete das schon. Rampenlicht-Routiniers wie Joris Fleck, der zuletzt im Frühlingserwachen mitgespielt hat, genießen ihr Lampenfieber. In einer Rolle, die quasi wie auf den Leib geschneidert ist. Jimmy ist so eine Mischung zwischen einem abgebrochenen Komiker und einem totalen Chaoten. Also ziemlich genau ich eigentlich. Und deswegen ist die Rolle total cool. Ich gehe zwischendurch nach New York, verlasse dafür so halb meine Freundin, lasse meine Freundin im Stich, die dann total abrutscht und kommt dann so mehr oder weniger heroisch wieder. Auch Joris geht, bald kommt das Abi. Danach, anders als bei den beiden Alex wohl, nichts mit Theater. Nein, mein Herz gehört der Herpetologie, den Schildkröten, den Fröschen und den Schlangen. Freilich hängt allen Kameliendamen, Sidekicks und Hauptdarstellern noch der Schulalltag am Bein. Da liegt das verbindende Element zwischen Musical und Wirklichkeit. Alles ganz schön harte Arbeit. Doch ich bin das Beste, das dir geschah. Tanzen, singen, Text erinnern. Mit Flashdance haben sich die Herderianer einen großen Brocken gefischt. Ein Aufwand, den man vorher unterschätzt hat. Aber dass Flashdance so ein Stück ist, wo man eigentlich alles kompakt trainieren muss, üben muss, proben muss, das haben wir total unterschätzt. Und das war natürlich für die Kinder, war das wirklich also eine totale Herausforderung, als es ging, ihr müsst jetzt auch singen. Jetzt müsst ihr eure Choreografie tanzen. Und die meinten, ja, wir haben da aber nur Schauspielprobe. Also das war wirklich eine totale Herausforderung. Aber die Kinder haben das super gemeistert. Das ist jetzt wirklich von Woche zu Woche deutlich, natürlich deutlich hat es gesteigert, es ist besser geworden. Bei Herders wird eben mit allem Ehrgeiz und Anspruch zu Werke gegangen, wie bei den Produktionen großer Häuser. Im Probengeschehen ist man so weit fortgeschritten wie nie zuvor. Ja, wie packen die das? Die sind so motiviert, die wollen unbedingt mitspielen, die wollen das unbedingt auf die Bühne bringen und natürlich auch 8 Vorstellungen dem Zuschauer bieten, jede Vorstellung in einer absolut guten Qualität. Also da ist so eine Motivation da, das ist einfach grandios. Sicherlich, sie werden angefeuert von ihren Mitschülern, von ihren Familien. Wir geben uns Mühe, wir versuchen sie immer anzufeuern. Und ich denke, das ist dann, ich will nicht sagen, dass es ein Selbstläufer geworden ist, weil wir schon das 10. Musical jetzt hier machen. Aber ich denke, das alles zusammen, das bringt diese Motivation. Und deshalb sind wir uns ganz sicher, dass sie auch diese 8 Vorstellungen durchhalten und dass es wieder, wie immer, grandios wird. 10 Jahre Herder-Musical. Hingabe, Schweiß und sicherlich die eine oder andere Prise Verzweiflung haben seinen Ruf zementiert. Alle Vorstellungen des Pirnaer Flashdance sind ausverkauft. Schritt für Schritt ging es zum Ziel, so wie bei Alex, die letztlich im wahrsten Sinne des Wortes flasht. Die ist wirklich eine sehr starke Person und doch, ich mag sie. Ja, also ich mag ganz vieles an ihr, dass sie so eine große Leidenschaft fürs Tanzen hat, finde ich extrem cool, dass sie so einen großen Wunsch hat und trotz aller Schwierigkeiten, die da irgendwie aufkommen, bleibt sie sich selbst irgendwie treu und hält an ihren Traum fest. What a feeling. Toi, toi, toi für die Premiere am 10. März.